Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar, damit hätte ich echt nicht gerechnet, soll PvP Ende des Jahres noch kommen. Ein Kollege von mir, der Richie, Shoutout an dich, hat mir heute Morgen einen Link geschickt. Und ja, die Seite war jetzt nicht so seriös. Aber dann, im Verlauf des Tages, kam noch ein Artikel von Pokémon Go Hub. Und die kann man auf jeden Fall ernst nehmen. Deswegen dachte ich mir, machen wir ein Video dazu. Was mich aber sehr verwundert, und zwar kommt diese Information aus einem Interview. Das Interview war irgendwo in Polen, glaube ich, Warschau, von der Anne Beutenmüller, Niantic's Head of Product Marketing. Okay. Und diese Konferenz oder was auch immer das war vom 27. bis 29. Juli. Da frage ich mich aber persönlich, wieso kommt jetzt diese Info erst am 5. August zu uns? Ich meine, wenn so eine krasse Info während des Events, während der Konferenz besprochen wurde und von ihr erwähnt wurde, wieso wurde das dann nicht am selben Tag noch an die Öffentlichkeit getragen und wieso kam dann dieser Artikel mit dem PvP-System nicht damals schon, sondern jetzt erst eine Woche später oder so? Also das verwundert mich, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass Niantic an einem PvP-System arbeiten wird, das bald erscheinen soll und dass sie an dem Freundessystem noch weiterarbeiten und es immer verbessern. Ihr könnt es sehen, fett gedruckt, dass sie es Ende des Jahres herausbringen wollen. Es ist halt geplant, aber ob die es natürlich auch so umsetzen und schaffen werden zeitlich, ist natürlich fragwürdig. Ende des Jahres soll auch Pokémon Go, Evoli und Pikachu kommen. Heißt das so? Ich denke schon. Und anscheinend soll es da irgendwie so eine kleine Zusammenarbeit geben. Und dann beides gleichzeitig und zeitnah zusammen promoted werden. Geworben. Sie hat auch was zu kommenden neuen Pokémon gesagt, aber nichts wirklich Relevantes. Sie hat halt gesagt, dass neue Pokémon auf jeden Fall kommen werden. Sie weiß nur nicht welche und wann und wie was. Aber das können wir uns ja denken, dass neue Pokémon noch kommen werden. Also das war jetzt nichts weltenbewegendes Neues. Schon krass. Ich hätte auf jeden Fall nicht dieses Jahr damit gerechnet, weil dieses Jahr kamen so viele Sachen bereits. Quest, Tauschen. Also Tauschen ist ja das große Update von 2018. Und ich dachte, das heben sie sich dann auf jeden Fall für 2019 auf. Und wie gesagt, man weiß ja nicht, ob die schon bereit sind dafür. Aber ich denke, das Kampfsystem basiert dann auch auf der Freundesliste mit den ganzen verschiedenen Freundesleveln. Und ist dann so ähnlich wie das Tauschsystem. Nur müssen sie an einem guten Kampfsystem noch arbeiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ende des Jahres ist ja nicht mehr weit. Und wenn das Kampfsystem gut wird, dann geht Pokémon wieder so richtig, richtig ab. Also ich bin richtig hyped drauf. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Freut ihr euch auf das Kampfsystem? Und ansonsten war es das auch wieder von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.